Oh Leute, was ist denn hier los? Bannwellenzeit. Okay, let's go. Heute Morgen, so gegen 3 oder 4 Uhr, habe ich gesehen, dass Gabe mal wieder getwittert hat. Und zwar schreibt er hier, dass mehr als 300.000 Accounts gebannt wurden. Seine Quellen, diverse Quellen. Ich habe heute Nacht natürlich direkt auf Converse vorbeigeschaut und da war die Bannkurve circa so. Also man hatte da bereits diese 894 im Peak, aber es ging dann wieder runter, wobei das auch nur an der Zählung hängt und nicht, dass tatsächlich wieder weniger gebannt wird. Mir war also klar, dass die Bannzahlen jetzt über den Tag ordentlich ansteigen werden, wenn das denn so stimmt mit diesen 300.000 Bans. Und es sieht flupp. Schon ganz gut aus. Jetzt sind es am 29. schon um die 1000 oder halt 900 und hier bereits 2600, 2700. Wenn man hier einmal rauszoomt, ist es noch nicht so insane wie bei anderen Wellen, aber ein Anfang. Und mit Anfang meine ich jetzt nicht, ja, schöne Welle, mal gucken, was die nächste bringt, sondern sie ist ja noch am Laufen. Es zählt noch hoch. Hier geht es noch sehr steil nach oben. Was man hierbei aber bedenken muss, ist, dass es sich hauptsächlich um Bot-Farming-Accounts handelt. Das sind diese ganzen Pisser, die sich Bots gemacht haben, um Cases zu sammeln. Einige haben bereits geschrieben, dass ihre Kisten wieder langsam im Wert steigen, auch auf YouTube, damit das gerade heute Nacht noch jemand auf Englisch kommentiert, dass die Kisten jetzt da plötzlich auch wieder ansteigen. Da ich gerade unter etwas Zeitdruck stehe, habe ich jetzt nicht extra dafür nachgeschaut. Aber ja, es macht natürlich auch Sinn, ne? Wenn du diese ganzen Pisser weg hast, sind es weniger Kisten dann irgendwann und dann steigt der Preis wieder. Ich hatte schon überlegt, ob ich euch das Video heute Nacht noch hinterher drücke, diese Bunwave. Aber ich wollte noch gucken, wie sie sich über den Tag entwickelt. Und natürlich ist es halt auch, es war einfach wieder typisch. Ich habe gerade ein Video fertig. Und auf einmal kommt sowas. Wenn ich die sofort hintereinander presse, dann ist eins, das geht einfach unter. Das ist halt auch scheiße, so algorithmusmäßig. Und natürlich möchte ich ja, dass die Videos, die ich mache, halt auch von euch gesehen werden können. Ohne dass sofort, wupp, das nächste hinterherkommt. Das passiert oft genug. Aber ja, mit der Bannwelle dachte ich, ich lasse jetzt noch circa genau 12 Stunden vergehen. Dieses Video sollte Donnerstag um 18 Uhr erscheinen. Das heißt, jetzt ist auch Livestream, rankommen, Knife-Giveaway und so weiter, nicht vergessen, rein mit euch. Aber worauf ich hinaus will, ich habe euch ja bereits in dem Video von vor 12 Stunden gesagt, dass sie jetzt hier bei Misk diesen Punkt hier hinzugefügt haben, dass gelockte Accounts nicht mehr Counter-Strike spielen können. Genau damit haben sie praktisch das jetzt durchgezogen, was jetzt gerade heute und wahrscheinlich auch noch die nächsten paar Tage passiert, also diese Banwave. Natürlich schreiben jetzt viele, wie zum Beispiel auch Drunken, der alte Kokolori, was ist mit den Cheatern, macht doch die auch mal weg. Das hätten wir natürlich alle gerne. Ich denke, alles, was in diese Infrastruktur Anti-Cheat oder vielmehr Abwehrmaßnahmen von Bad Actern geht, ist eine gute Sache und treibt auch gleichzeitig alles weiter voran. In den Gamefiles ist die ganze Sache übrigens auch aufgetaucht, also Account locked, your account is locked and restricted from playing on secure servers, bla bla bla. Des Weiteren scheint es eine Red Trust Welle gegeben zu haben, die wiederum Cheater betrifft. Es könnte sein, dass man die rote Trust Meldung jetzt auch wieder öfter sieht. Wir haben sie dieses Jahr, glaube ich, erst einmal gesehen und die gelbe zwei oder dreimal. Und diesbezüglich wurde mir noch dieser Discord Screenshot zugespielt. Es gab eine signifikante Red Trust Faktor Welle, die Boosters betrifft. Also ich nehme an, Cheater, die Mates boosten im Rank. Und jetzt folgt der Part, der besonders nice ist, denn das haben wir uns immer gewünscht. Die meisten, wenn nicht sogar alle Accounts, wurden über ihre Hardware-ID Red Trust gefleckt. Na, das ist doch was, oder? Sogar die, die seit Jahren keine Boosting-Geschichten mehr betrieben haben. Und das ist doch einfach wieder typisch Volvo. Die wurschtelt irgendwas zusammen, keiner kriegt was mit, wir bekommen sowieso nichts gesagt, also wir User. Und plötzlich kommt sowas. Und das habe ich in unglaublich vielen Kommentaren gelesen, dass doch über die Hardware-ID unbedingt was gemacht werden soll. Vor allem, weil ja auch Steam sowieso mit dieser Hardware-ID arbeitet, beziehungsweise deine Hardware ja auch automatisch erkennt oder erkennen kann. Alleine schon für Spiele, damit die gut eingestellt sind. Das heißt, Steam hat unsere Hardware-IDs alle. Da kann man natürlich dann auch wieder mit einem Spoofer und so. Man kann in allen möglichen Richtungen sich irgendwie rauswinden als gewiefter Cheater, klar. Aber, und ich weiß, das Wort sage ich sehr oft, die Hürden sind wichtig. Wenn man immer mehr Hürden aufstellt, die ein Cheater oder auch ein Case-Farmer oder sonst wer überspringen muss, bevor er dann endlich zum Cheaten, Case Farm oder Smurfen auch kommen kann, desto besser. Wir brauchen einfach viele Hürden. Und dann ist es nicht so wichtig, ob viele davon vielleicht auch nur klein und nur manche groß sind, solange sie vorhanden sind und übergangen werden müssen, ist das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich muss aber hierzu noch erwähnen, dass mir das, wie gesagt, von einem User zugespielt wurde und ich nicht in diesem Discord-Server bin und auch nicht weiß, inwiefern das tatsächlich stimmt. Ja, das war's dann auch schon. Richtig geile Nachrichten. Ich wollte es, wie gesagt, nicht heute Nacht direkt pressen, weil jetzt haben wir diesen wunderschönen Hardcore-Anstieg gesehen. Die 800 waren auch schon geil in der Bannwellen-Ding, aber jetzt über 2000, das ist halt dann doch ein Banger. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es jetzt schon lange, lange, lange nicht mehr so hoch war. Die letzte Bannwave, die hatte über diverse Tage hinweg halt Tausende. Aber hier waren es jetzt, also sind es alleine heute 2700 oder wie viel das waren. Wie gesagt, noch die Erinnerung, Knife Giveaway diese Woche noch. Also man kann heute noch rein und auch morgen im Stream noch rein. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Und nach dem Knife gibt es dann ein
Handschuh-Giveaway als großes. Wir machen ja immer eine große Sache, die dann einen Monat lang läuft oder vielleicht auch länger, hinzukommt zu unseren normalen Giveaways, die wir sowieso in jedem Stream haben. In jedem einzelnen gibt es immer 2 Skins, 1 Sticker und 1 Graffiti. Gut, dann mache ich mir jetzt direkt ab. Ich habe jetzt noch einen Termin und kriege das hier hoffentlich alles zeitig fertig und plan's dann für euch 18 Uhr. Das heißt, ich bin jetzt schon live. Ihr könnt dann einfach direkt rüberschalten und sagen, hallo. Okay, gut. Dann haut da rein. Bis gleich. Danke für die Kommentare. Ich lese jetzt auch keine Kommentare vor. Ich muss direkt weiter. Vielen, vielen Dank für alles. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.